Das hier ist die Einstiegsdroge für Heimwerker, der Berliner Hocker. Ein Standardbrett aus dem Baumarkt, ein paar Sägeschnitte und schon kann man mit wenigen Handgriffen dieses gute Stück zusammensetzen. Wahlweise nutzbar als Tisch, als Kindersitz, wie der Name schon sagt, natürlich auch als Tritthocker. Und wenn man mehrere davon baut, auch als Bücherregal. 10 Euro, 10 Schrauben, 10 Minuten, ein fantastisches Konzept. Und das Beste dabei, hier in der Ausstellung gibt es noch viel mehr davon. Mit dem Architekten Van Bo Le Menzel und durch soziale Medien erfreut sich die moderne Do-it-yourself-Bewegung seit rund 8 Jahren einer großen Popularität. Und auch die Wittenberger Kranach-Stiftung widmet sich dem Thema unter dem Motto Hartz-IV-Möbel und 62 cm Home. Hier gibt es Pläne für Designmöbel zum Nachbauen, die Stücke selbst oder auch eine Mini-Wohnung. Dr. Marlies Schmidt ist hier zuständig für die Ausstellung. Sie haben auch an dem Häuschen hier mitgezimmert. 62 cm war der Gang hier breit. Wie kommt man auf die Idee, hier ein Haus reinzubauen? Also Van Bo Le Menzels Thema ist ja überhaupt zu schauen, mit welchen neuen Lebenskonzepten könnte auch man die Zukunft gestalten. Dazu gehört eben auch mit Resträumen umzugehen. Und bei uns findet sich eben dieser Gang, der nur 62 cm breit ist. Und da war eben die Frage, kann man tatsächlich da was rein konstruieren, wo man diese verschiedenen Funktionen, also Dusche, WC, die Küche, das Schlafen, das Essen und Arbeiten unterbringen kann. Hinter Objekten wie dem Berliner Hocker oder dem 62 cm Heim stecken also Gedanken über das Wohnen, das Leben und das, was man eigentlich überhaupt dazu braucht. Und die klugen Köpfe, die sich diese Gedanken machen, sind bekannt als Kollektiv Tiny House University. Einige Mitglieder kann man während der Ausstellung in Wittenberg treffen. Hier in den Kranachhöfen entsteht das Tiny House Village. Luxus ist es nicht, aber es ist Wohnraum, er ist bezahlbar und es ist für alle da. Raphael hier gehört auch zum Tiny House University, zu dem Kollektiv. Dieser Wohnraum für alle, dieser kleine Wohnraum, wie weit seid ihr damit in der Gesellschaft? Das Feedback in der Gesellschaft ist auf jeden Fall recht positiv, zumindest für einen gewissen Teil der Gesellschaft. Und ich denke, die Basis ist gelegt, dass das auch für mehr Menschen interessant und wirklich umsetzbar ist. Dass natürlich jeder bezahlbaren Wohnraum hat. Das wäre die Vision, vor allem auch in Städten natürlich, wo Wohnraum immer teurer wird. Wer will, kann sich hier bis Ende Mai in einem Workshop selbst sein eigenes Häuschen bauen. Der Haken, die Teilnahme dauert 2 Wochen und kostet 10.000 Euro. Dafür bekommt man Material, Hilfe durch Experten und hat am Ende ein 2x3,20 m großes Haus auf einem Anhänger, das man mitnehmen kann. Egal ob Berliner Hocker oder Tiny House, es sind auf jeden Fall viele spannende Ideen, die man hier aus der Ausstellung mitnehmen kann. Ich persönlich kann mir zwar noch nicht vorstellen, dauerhaft in so einem Tiny House zu wohnen, aber temporär auf jeden Fall. Man kann übrigens dieses Tiny House für eine Übernachtung auch mieten. Das Erlebnis kostet dann inklusive Frühstück 100 Euro, von denen die Hälfte an einen gemeinnützigen Verein geht.